Nach langen und zähen Diskussionen wurden die neuen Formel-1-Regeln für 2021 endlich vorgestellt. Auf und abseits der Strecke wird sich einiges ändern. Oberstes Ziel ist dabei spannenderes Racing in der Königsklasse. Die größten Änderungen für 2021 sind die technischen Regeln. Die Autos werden ganz anders aussehen als heute. Um mehr aufregende Rennen zu haben, wurde die Aerodynamik komplett überarbeitet. Und auch unter der Motorenabdeckung gibt es einige Änderungen. Wir haben die 10 wichtigsten Punkte des Formel-1-Reglements 2021 zusammengefasst. Erstens die Rückkehr der Ground-Effekt-Autos. Der Ground-Effekt war in der Formel 1 seit 1982 verboten. Doch in den vergangenen Jahren wurde mehrfach eine Wiedereinführung gefordert. Hintergrund: Man möchte beim Abtrieb nicht mehr so von den Flügeln abhängig sein. Denn die werden in erster Linie für die Dirty Air verantwortlich gemacht und damit für die Probleme der Autos, aktuell eng gegeneinander zu kämpfen. Nun sind die Ground-Effekt-Autos zurück. Am Unterboden gibt es vorne einen Eingang und die Luft wird durch zwei Kanäle unterhalb des Autos geleitet. Dort wird sie durch den Punkt gedrückt, der dem Boden am nächsten ist. Es entsteht ein Bereich mit extremem Unterdruck. Der Unterboden ist dadurch für mehr Abtrieb verantwortlich und der Sog der anderen Aeroteile wird reduziert. Im Gegensatz zu den alten Ground-Effekt-Autos wird es keine Sliding Skirts geben. Stattdessen gibt es unten mehrere Finnen, um die Unruhen zu reduzieren. Damit kein Team den Unterboden zweckentfremdet, wird es vorne ein Standardteil geben, das für alle gleich ist. Zweitens, eine komplett neue Karosserie. Die neuen Formel-1-Autos werden ganz anders aussehen als die aktuellen Boliden. Die komplexen Bartsports fallen 2021 zum Beispiel komplett weg. Stattdessen wird das Auto rund um die Reifen ganz anders aussehen, um die Turbulenzen in diesem Bereich zu reduzieren. So kehren Radverkleidungen zurück und an den Vorderreifen gibt es nun oben ein Ableitblech. Auch der Frontflügel wurde überarbeitet. Er darf nun maximal noch aus 4 Elementen bestehen. Auch die Endplatten sehen ganz anders aus und gehen aus den einzelnen Elementen hervor, die sich zu einem Teil zusammenschließen, das nach oben geneigt ist und an den Flügel eines Flugzeugs erinnert. Auch die Nase ist direkt mit dem Flügel verbunden, so wie es bis Mitte der 90er Jahre bereits war. Der Heckflügel erhält ebenfalls ein neues Design. Hier kann man sagen, dass es quasi keine Endplatte mehr gibt. Auch hier ist das Ziel das gleiche. Luftverwirbelungen, die am Heck entstehen, sollen soweit es geht reduziert werden. So soll das hinterherfahrende Auto besser folgen können. Das DRS bleibt zunächst. Das könnte sich aber später noch ändern, wenn die neuen Autos auf der Strecke das gewünschte Produkt liefern. Bislang sehen die Zahlen gut aus. Laut Formel 1 und FIA soll ein Auto in Zukunft noch immer 86% seines Abtriebs haben, wenn es eine Wagenlänge hinter einem anderen fährt. Aktuell sind es gerade einmal 55%. Wenn das der Realität entspricht, dürfte es wieder mehr enges Racing geben. Einige Leute haben angesichts der neuen Regel Angst davor, dass sich die Autos ab 2021 zu ähnlich sind. Laut der Formel 1 wird es aber genügend Unterschiede geben. Drittens, kleinere Anpassungen beim Motor. Faktisch ändert sich an der aktuellen Motorenformel 2021 nichts. Es gab zwar Gespräche darüber, die MGUH zu streichen, doch letztendlich bleibt sie. Um aber zumindest die Kosten zu reduzieren, dürfen die Motoren nun etwas schwerer sein. Außerdem dürfen keine speziellen Materialien mehr verwendet werden. Letzteres betrifft auch die Batterie und den Turbo. Auch hier dürfen nur noch handelsübliche Materialien benutzt werden. Kundenteams müssen zudem nun die Option auf das gleiche Equipment haben, was auch Software und Benzin betrifft. Die Teams müssen diese natürlich nicht verwenden, doch die Hersteller müssen sie auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Die Benzinpumpen werden ab 2021 standardisiert. Dadurch kann man Tricksereien in diesem Bereich leicht überwachen. Das trifft auch auf einige zusätzliche Teile zu. Das Benzin muss 20% erneuerbare Kraftstoffe wie zum Beispiel Biosprit enthalten. Diese Zahl wird in Zukunft noch weiter steigen. Viertens, neue Einordnungen bei den Teilen. Jedes Teil des Autos wird ab 2021 in eine von 5 Kategorien einsortiert. Listed Parts sind Teile, die jedes Team selbst designen muss, zum Beispiel die Aero-Teile. Es gibt Standardteile,
die jeder verwenden muss. Das betrifft zum Beispiel Radverkleidungen und das Equipment beim Boxenstopp. Übertragbare Teile sind Teile, die zwischen Teams verkauft werden können. Zum Beispiel das Getriebe. Das bedeutet, dass zum Beispiel Haas weiterhin viele Teile von Ferrari kaufen kann. Dann gibt es noch zwei neue Kategorien. Es gibt ab sofort vorgeschriebene Teile. Diese designen die Teams zwar selbst, müssen sie aber exakt nach dem gleichen Muster bauen. Das betrifft zum Beispiel Teile der Aerodynamik an den Reifen. Open-Source-Teile sind ebenfalls neu. Ihr Design muss allen Teams zur Verfügung gestellt werden. Das betrifft zum Beispiel den DRS-Mechanismus und das Lenkrad. Fünftens, Änderungen am sportlichen Reglement. Zum einen gibt es hier Änderungen, die auch die technische Seite betreffen. So werden CFD- und Windkanaltests noch weiter eingeschränkt. 2021 wird die Anzahl der Windkanaltests auf 400 limitiert, ein Jahr später auf 320. Ähnlich sieht es bei den CFD-Tests aus. Auch hier werden die Teams während der Saison stark eingeschränkt. Auch die Zeit am Motorenprüfstand wird reduziert, um Kosten zu sparen. Bei Bremsbelägen und Scheiben ist pro Rennen nur noch ein neuer Satz erlaubt. Andernfalls gibt es Strafen. Beim ersten Vergehen gibt es eine Rückversetzung um 3 Plätze in der Startaufstellung. Bei jedem weiteren Vergehen weitere 2. Sechstens, Verkürzung des Wochenendformats. Weil ab 2021 bis zu 25 Rennen pro Saison möglich sind, hat die Formel 1 den Donnerstag gestrichen, um hier für Entlastung zu sorgen. Unter anderem wird die technische Abnahme von Donnerstag auf Freitagmorgen verschoben. Die Teams dürfen nur mit den Teilen fahren, die am Freitag abgenommen wurden. Zwar dürfen sie im Training weiterhin neue Teile testen, im Rennen dürfen sie diese aber nicht fahren, wenn sie am Freitagmorgen nicht am Auto waren. So müssen die Teams im Zweifel beim Einsatz von neuen Teilen ein größeres Risiko eingehen. Siebtens, mehr Sicherheit. Ein aktuelles Problem der Formel 1 ist die Menge an kleinen Trümmerteilen auf der Strecke. Diese können Rennen unterbrechen oder für Schaden an einem anderen Auto sorgen, wenn sie nicht schnell entfernt werden. 2021 werden ausgewählte Teile eine spezielle Gummimembran haben. Damit sollen sie nicht mehr so schnell zertrümmern. Am Heck des Autos sollen zudem einige Teile angebunden werden, damit sie sich bei einem Unfall nicht lösen. Es wird zudem eine längere Nase geben, um mehr Energie zu absorbieren. Auch die seitliche Crashstruktur wird verstärkt und die Cockpits werden größer, um größere Piloten zu entlasten. Nachteil: Die Autos werden noch einmal schwerer. Das Minimalgewicht steigt von 743 auf 768 Kilogramm. Achtens, die Budget-Obergrenze. Ab 2021 unterstehen alle Teams einer Kostenobergrenze von 175 Millionen US-Dollar pro Jahr. Allerdings gibt es dabei einige Ausnahmen wie Marketingkosten und Fahrergehälter. Die Grenze bezieht sich vor allem auf die Kosten für das Auto. Verstöße gegen die Obergrenze können heftig bestraft werden. In kleineren Fällen gibt es lediglich eine Verwarnung. In schweren Fällen kann jedoch sogar ein Ausschluss aus der Meisterschaft folgen. Um die neue Grenze nicht zu überschreiten, müssen vor allem die Top-Teams ihre Kosten in der Entwicklung senken. 2020 gibt es einen Probelauf, um zu überprüfen, ob die Prozesse funktionieren. Strafen gibt es allerdings noch nicht. Neuntens, Änderungen bei Getriebe und Aufhängung. Um die Entwicklungskosten zu reduzieren, werden die Getriebe 2021 bis Ende 2025 eingefroren. In dieser Zeit ist lediglich ein Upgrade erlaubt. Bei der Aufhängung sind nur noch Federn und Dämpfer zugelassen. Andere Teile, die aktuell noch verwendet werden, sind verboten, um die Aufhängung zu vereinfachen. Bremsscheiben und Belege werden größer, um den neuen 18 Zoll Reifen zu entsprechen. Die Heizdecken bleiben zunächst einmal bis mindestens 2023. Bis dahin werden sie standardisiert. Zehntens, Regeln für CAD. Alle Teams müssen die CAD-Entwicklungen ihrer Autos einreichen. Die FIA kann so überprüfen, ob sie den Regeln entsprechen. Bei der technischen Abnahme können die Autos gescannt und mit den CAD-Dateien verglichen werden. So fällt jede Regelüberschreitung sofort auf. Damit sollte leicht festzustellen sein, ob ein Auto legal ist oder nicht.